Beim Nöchlinger Sportfest sind auch die Rapid-Legenden heute am Werk. Bei mir Christian Kegelwitz. Herzlichen Dank einmal fürs Interview. Habt ihr Auffahrt gefunden nach Nöchling? Ja, also auf der einen Seite das Wasser, auf der anderen Seite die Berge und dann einmal, wo werden wir da spielen? Ja? Und dann ist es tatsächlich die Abbiegung gekommen. Also ich kenne so die Gegend ein bisschen von Rapid-Fußballcamps Ispertal, das ist ja nicht so weit weg von da. Aber ja, super, schöne Zeit. Also ich denke, schöne Gegend. Okay. Und wie ernst nimmt man das eigentlich, wenn man da rauffährt und gegen eine Kampfmannschaft spielt? Das Erste, was mir eingefallen ist und wie ich dann gehört habe, dass wir gegen die Kampfmannschaft, gegen die jungen Truppen da spielen, haben wir gedacht, na Gott sei Dank, also nach dem dritten Ballen über den Berg runterschießen, werden sie ein bisschen ein Problem haben, da könnte man dann auf Zeit spielen anfangen. Ja. Das ist unsere Taktik für heute. Ja, alles klar. Ja, was macht der Christian Kegelwitz heute? Ja, ich mache ein bisschen die Rapid-Legenden organisieren, sehr viele Rapid-Spiele anschauen und sonst beruflich bin ich am Flughafen in Wien tätig seit 5 Jahren und habe im aktiven Geschäft mit Fußball nichts mehr zu tun. Man sieht ja hier und da auf Facebook manchen kritischen Facebook-Eintrag gegenüber Rapid jetzt. Wie zufrieden sind Sie mit der abgelaufenen Meisterschaft bzw. was erwarten Sie in Zukunft? Naja, gut, das Minimalziel wurde erreicht, dass wir wieder international spielen können. Das muss man sagen, das ist gut gegangen, das ist auch gut gelungen. Die Spielweise von einer Rapid-Mannschaft, da sind wir auch sicherlich sehr weit davon entfernt, ob man jetzt das Flügelspiel Außenverteidiger bezeichnen kann. Das Rapid-Viertelstunde, der Druck, das Pressing und solche Sachen, also die ganze Kampfmoral, die körperliche Verfassung. Dort gibt es noch sehr viel Arbeit für die Zukunft zu tun. Und ja, das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen, aber zumindest sind wir wieder international im Pott dabei und ja, das wird uns hoffentlich gut tun. Gut, dann wünsche ich noch für das heutige Spiel viel Spaß und einen schönen Tag in Nöchling. Danke, ja. Freue mich. Dankeschön. Danke.